Guten Tag, ihr Weingenießer. Heute gehen wir der enorm wichtigen Frage nach, welche Auswirkungen den Weinkonsum denn haben kann. Dafür haben wir 1200 Leute befragt, ob Wein intellektuell macht. Fragen wir doch einmal an die Regieassistentin. Lo, was meinen Sie, macht Wein intellektuell? Möglich. Also meine Freunde haben mir zum Geburtstag Wein zusammen mit einem philosophischen Buch geschenkt und der Text ist so trocken, dass ich nach jedem Wort einen Schluck Wein brauche. Ja, nach einer halben Seite verschwimmt dann der Text vor meinen Augen. Ja, aber ich muss jetzt auch los zum Regisseur seinen Wein bringen, weil der mag den nämlich genauso gern wie ich. Und nun fragen wir noch den Star des Ensembles. Macht Wein intellektuell? Ja klar, das sieht man doch. Der Wein steigt in das Gehirn, macht es sinnig, schnell, erfinderisch, voll von feurigen und schönen Bildern. Hey, was ist das denn? Ach was, das ist Shakespeare. Tja, dann ist es doch intellektuell. Danke, William. Nach diesen interessanten Aussagen gibt es nur eine Schlussfolgerung. Wein macht wahnsinnig. Wahnsinnig viel Spaß. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Weinkelle.